hoffe, ich wiederhole jetzt nichts. Ich wollte grundsätzlich zu dem Verfahren sagen, wir bedauern das sehr, dass das jetzt so weit gekommen ist. Es geht hier tatsächlich um den Versuch, das Parlament zu entmachten und zu umgehen. Ich würde sagen, der nächste logische Schritt wäre für die Medienberichterstattung, eine Vertrauensperson der Bundesregierung zu benennen, die das sozusagen etwas milder und Merkel-kompatibler gestaltet. Es ist der durchsichtige Versuch, hier diesen Untersuchungsausschuss und seine scharfen Rechte, die verfassungsrechtlich so vorgegeben sind, zu umgehen. Und ich kann nur davor warnen, diesen Schritt zu gehen von Seiten der Großen Koalition, auch wenn es den Abgeordneten von SPD und Union derzeit so vorkommt, als würden sie nie wieder in der Opposition sein, sage ich voraus, es kann passieren. Und die Rechte, die man hier abschafft, sind die Rechte, die einem morgen fehlen, wenn man selbst die Regierung, in denen dann vielleicht die Grünen beteiligt sind, kontrollieren will. Insofern ist das ein durchsichtiger Versuch. Und wenn ich jetzt höre, dass das, was uns hier vorgeschlagen wird, auch noch gestern Nachmittag parallel zu einer der wichtigsten Vernehmungen, die wir hatten, des BND-Präsidenten mit der Bundesregierung gemeinsam abgesprochen wird, dann wird völlig offensichtlich, dass hier ganz offensichtlich dieser Untersuchungsausschuss und insbesondere die qualifizierte Minderheit, die Opposition in diesem Untersuchungsausschuss umgangen werden soll, damit man nicht ganz so hart kontrolliert wird. Das ist eine parlamentarisch unsinnige und meiner Ansicht nach auch gesetzeswidrige Veranstaltung. Und insofern werden wir versuchen, uns dagegen hart zu wehren. Der Ausschuss hatte ja ursprünglich vor, das Thema BND bis zur Sommerpause abzuschließen. Wie viel Zeit mehr muss jetzt gerechnet werden, um diesen Themenkomplex BND zum Ende zu bringen? Ja, völlig unabhängig jetzt von der V-Person, die hier eingeschaltet wird von der Großen Koalition, sind wir nicht durch. Wir haben gestern Abend den Zeugen-WO wieder nicht geschafft, weil wir eben sehr viele Fragen mit Herrn Schindler auch im nicht öffentlichen Teil noch hatten. Und insofern wird uns das Thema BND und dann auch Bundesamt für Verfassungsschutz auch in den Wochen nach der Sommerpause noch intensiv beschäftigen. Und können Sie eine Einschätzung abgeben, wann man sich dem Thema Drohnenkrieg via Rammstein und der deutschen Beteiligung widmen kann? Wenn man es ganz genau nimmt, ist das ja auch Teil unserer Befragungen der Zeit. Die Dinge sind nicht ganz klar voneinander zu trennen. Wenigstens ist die Stimmung. Ja. Die Dinge sind nicht ganz klar voneinander zu trennen. Trotzdem im Hinblick auf die Akten und die Aktensichtungen und auch die Zeugen, die wir laden, müssen wir uns auch zeitnah dem BfV und dann auch dem Geheimen Krieg zuwenden. Das wird dann nach der Sommerpause passieren, aber vielleicht nicht unmittelbar danach, sondern nach einigen Wochen. Denn man sollte schon versuchen, strukturiert vorzugehen, auch im Hinblick auf die Kanzlerin, die ja auch im Hinblick auf diese Verfahrensweisen, die wir hier erleben und die aus ihrem Bundeskanzleramt orchestriert werden, ganz offensichtlich viel zu verbergen hat und deswegen eine sehr interessante Zeugin wird. Vielen Dank.